Hallo liebe Leute, heute Guidos Plattenkiste live vom Timmendorfer Strand. Yes, wir machen wieder Kurzurlaub und freuen uns ganz besonders darauf, weil es ist relativ cool hier. Das Wetter ist einigermaßen okay, immer wieder die Sonne da. Leider auch immer ein bisschen schattig, aber es macht ja nichts. Was hier fehlt? Nein, nichts fehlt, nichts fehlt. Warum? Ich habe meinen Plattenspieler dabei. Yeah, schaut euch das an, Leute. Meine kleine DJ-Anlage hier mitten im Wasser. Was gibt es Schöneres? Und dazu natürlich eine geile Metal-Scheibe. Vorne kann ich die nicht spielen, da drehen die alten Opas alle durch. Aber hier auf dem Wasser geht das. Yeah, anders Ding. Ah, ja, das macht doch richtig Spaß. Ne, also letzten Endes, das ist wirklich klasse hier. Also ich dachte mir, warum nicht mal hier eine kleine Nummer machen. Da habe ich meine Singles mal ausgepackt, die ich noch letzten Endes hier ein bisschen spielen kann. Und zwar ganz besonders beliebt ist hier zum Beispiel Herbie Hancock Rocket. Das mag ich besonders gerne. Aus seiner tollen EP Future Shock. Herbie Hancock sollt ihr ja alle irgendwie kennen. Master of Electronic Funky Beats. Natürlich hier nochmal umso geiler, wenn wir das Ganze am Strand oder hier im Wasser spielen. Ne? Nächste Scheibe, waren wir schon mal Breakdancing, dachte ich mir, habe ich noch Breakdancing. Ne? Electric Boogie Man, auch was richtig Schönes. Kam mal aus dem Musikladen. Die Band selber Breakdancing kenne ich selber nicht. Waren aber, glaube ich, eine relativ coole Truppe. Ich glaube, sie haben das richtig geil gemacht. Die Scheibe geht ab, die freut sich, da freut man sich drüber. Passt auch wunderbar hier zum kleinen Plattenspieler zum Scratchen. Yes, ich kann mit Scratchen mit dem Teil. Ich mache es jetzt nicht, weil ich meine Metal-Scheibe hier nicht kaputt machen will. Ne? Dann letzten Endes gut, wer hat ja gesagt, Mensch, wir sind im Timmendorfer Strand. Die Leute sind ja doch alle ein bisschen älter. Was müssen wir denn haben? Ja, die Zuckerpuppe, ne? Bill Ramsey, die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Die muss natürlich dabei sein. Letzten Endes, das ist genau das, was wir brauchen. Bill Ramseys Zuckerpuppe. Jawohl. Nochmal Breakdance, nochmal eine zweite Scheibe von Breakdance. Ich dachte mir von meinem kleinen Bruder, wollte ich jetzt schon fast sagen, mein kleinen Sohn, Robbie, Tobi und das erste Abenteuer, Schmuggel über den Wolken, dass wir ein bisschen Entspannung haben, kann man nämlich auch ganz gut immer schöne Märchenplatten hören. Nächste Scheibe, die auch noch sehr interessant ist, ist hier, das ist Musik von Gisela. Was auch immer wieder ist, Musik von Gisela, Sign and the Art West Vaduz, die drei Stationen, Till, Kleines Manähnchen und Karneval in Rio. Ist Gisela, auch eine ganz, ganz tolle Scheibe zum Anhören. Robin Hood muss natürlich dabei sein. Yeah, jeder hört Robin Hood und natürlich mein Sohn ganz besonders gerne. Robin Hood. Ne? Auch noch schön ist das hier Tod, was dann? Ne? Und was dann? Ist eine, also was das hier auch immer soll. Das ist eine Käferscheibe, ist eine christliche Scheibe. Oh, was man mit dem Tod letzten Endes zu tun hat. Ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen hier. So, beinahe wäre meine schöne Schallplatte weggerutscht. Augenblick mal bitte. Oh, nicht bitte. Und als letzte Platte für heute nochmal, bevor es jetzt hier gerade, das wird etwas düster jetzt gerade hier. Ist ein bisschen kalt. Tommy und seine Freunde, auch noch eine richtig schöne Single für meinen Sohn. Und jetzt setzen wir uns mal ganz kurz hier einmal unter Wasser. Puh, erfrischend ist das Ganze. Freue mich noch über diesen schönen Tag. Die Sonne ist gleich wieder da. Und genießen wir noch dieses schöne Bild mit meinem Plattenspieler auf dem Weg.